Willkommen zurück zu Let's Play Undertale. Und nachdem die letzten beiden Parts, die letzten vier Parts, sich am Stück angenommen haben, erstmal stumm waren, was mich genervt hat, und dann wieder nicht stumm waren, was gut war. Ihr habt sie gesehen. Zwei Stumme. Aber dann keine Stumme mehr. Das Problem konnte ich lösen. Ich weiß nicht, warum das Problem gelöst wurde, so wie ich es gelöst habe, aber jetzt machen wir weiter mit Undertale. Und heute gehen wir zu einem wunderbar interessanten, Charakter. Nein. Doch, Papyrus. Hallo. Du bist also zurückgekommen, um ein Date mit mir zu haben. Das musste wirklich sehr wichtig sein. Oder du musst es ernst meinen. Ich weiß es nicht so genau, Manometer. Ich habe etwas sehr Spezielles. Achso, ich muss dich zu einem sehr speziellen Platz bringen. Ein Ort, wo ich viel Zeit verbrauche. Wo ich oft bin. Wo wird er uns hinbringen? Und wir drehen um. Mein Haus. Wow. Okay, das war interessant. Ja, gehen wir mal hinein. Gute alte Musik. So, was haben wir denn hier? Das ist der Haustierstein meines Bruders. Sans hat einen Haustierstein. Er vergisst immer, ihn zu füttern. Wie üblich muss ich die Verantwortung übernehmen. Okay. Was ist denn das? Ist das die Küche? Eine Küche. Das ist der Mülleimer. Fühl dich frei, ihn jederzeit zu besuchen. Okay, was zum... Spüle es dezent hoch. Beeindruckt. Ich habe die Höhe meiner Spüle erhöht. Jetzt kann ich mehr Knochen darunter lagern. Guck nach. Was zum... Was? Fang diesen... Irgendwas. Flüche. Was zum... Sans! Hör auf, mein Leben mit... Musik zu... Irgendwas. Englisch. So viel. Das Spiel, warum ist es auf Englisch? Ist so gut, warum gibt es keine deutsche Übersetzung? Aha! Du bist interessiert an meinem Essensmuseum. Bitte, sieh dir meine Kunstshow an. Die Hälfte des Kühlschranks ist gefüllt mit Containern, auf denen Spaghetti steht. Die andere enthält nur leere Chipstüten. Okay, natürlich, das macht Sinn. Mein Bruder geht immer aus, um zu essen, aber... ab und zu versucht er etwas zu kochen. Etwas wie ein... Etwas. Okay, was auch immer. Wie absurd. Eine leere Kuchenform ist in dem Ofen. Okay. Eine dreckige Socke mit einer Reihe an Notizen darauf. Sans, bitte heb deine Socke auf! Okay. Leg sie nicht zurück, beweg sie! Okay. Du hast sie 2 Inches bewegt. Bring sie zu deinem Raum. Okay. Und bring sie nicht zurück. Okay. Sie ist immer noch hier. Hast du nicht gesagt, ich soll sie nicht nur zurück zu meinem Raum bringen? Vergiss es! Oh man. Was zur... Ja. Mein Fernseher. Oh, das ist meine Lieblingsspielshow. Da steht, bleiben Sie dran für ein neues Programm. MTT. Wofür könnte das noch stehen? Was? Normalerweise ist es besser als das. Das ist nur eine schlechte Episode. Verurteile mich nicht. Okay. Eine Couch. 20 Geld war drin. Okay. Mal sehen. Ein Witzebuch. Reingucken, aber klar. In dem Witzebuch war ein Quantenphysikbuch.
Du hast reingeguckt. In dem Quantenphysikbuch war ein anderes Witzebuch. Du hast reingeguckt. Da ist ein anderes Quantenphysikbuch. Buch. Du hast. Du entscheidest dich aufzuhören. Okay. Was ist das? Ein Bild von einem Knochen. Ein klassisches Bild. Es erinnert mich immer daran, was wichtig ist im Leben. Okay. Die Tür ist verschlossen. Ich wüsste echt gern, was dahinter ist. Naja. Was hast du noch zu sagen? Willkommen in meinem Zuhause. Viel Spaß und sieh dich ruhig um oder so. Irgendwas. Das ist mein Raum. Wenn du fertig bist, dich umzusehen, könnten wir reingehen und tun, was auch immer Leute auf einem Date tun. Okay. Reingehen? Ja. Also dein Zimmer, ha? Huh? Alter, guck mich nicht so an. Hey, das sind all die Attacken, die ich für dich benutzt habe. Großartige Erinnerung, nicht wahr? Wirkt, als wäre es gestern gewesen. Auch wenn es, genauer gesagt, gerade passiert ist. Oder auch vor 2 Wochen, wer weiß. Hallo. Oder einer Woche. Oder was auch immer. Das ist mein Bett. Wenn ich jemals auf die Oberfläche komme, werde ich damit einen Highway hinunterfahren. Wind in meinen Haaren. Sonne auf meiner Haut. Moment, das. Natürlich, das ist nur ein Traum. Natürlich ist es nur ein Traum. Also fahre ich damit, wenn ich schlafe. Okay. Du hast keine Haut und keine Knochen. Was ist hier? Da sind keine Skelette in meinem Schrank. Außer mir manchmal. Reingucken. Guck rein. Klamotten, okay. Computer, kennt man schon. Los, sag irgendwas. So, wenn du alles gesehen hast, möchtest du mit dem Date beginnen? Okay. Okay. Date start. Date start. Okay. Hier sind wir also. Auf unserem Date. Ich habe sowas eigentlich noch nie davor getan. Aber keine Angst. Du kannst vorbereitet mit mehreren Namen aus meinem Namen schreiben. Namen, mehreren Buchstaben aus meinem Namen schreiben. Ich habe ein offizielles Dating-Regelbuch aus der Bücherei ausgeliehen. Wir sind bereit, eine großartige Zeit zusammen zu erleben. Mal sehen. Schritt 1. Drücke C auf deiner Tastatur für die Date hat, was auch immer. Wow, ich fühle mich so informiert. Ich denke, wir sind bereit für Schritt 2. Was ist denn alles? Der Hund rechts oben ist interessant. Schritt 2. Frag sie nach einem Date. Mensch, ich, der große Papyrus, werde auf ein Date mit dir gehen. Möchtest du ein Date mit mir haben? Okay. Wirklich, wow, dieser Blick ist super. Ich denke, das heißt, es ist Zeit für Part 3. Schritt 3. Zieh schöne Klamotten an, um zu zeigen, dass es dir nicht egal ist. Warte eine Sekunde. Trage Klamotten. Ich vergesse mal, was das ist. Du trägst Klamotten genau jetzt. Nicht nur das. Früher heute hast du auch schon Klamotten getragen. Nein, kann es sein. Du wolltest mich vom Anfang an daten. Genau. Nein. Du hast das alles geplant. Du bist viel besser in Dating als ich. Nein, deine Datingkraft. Date Power. Ja.
Denk nicht, du hast mich schon. Ich, der große Papyrus. Wurde niemals bei einem Date besiegt und werde es niemals werden. Ich kann ganz einfach mit dir mithalten. Wie du siehst, trage ich auch Klamotten. Außerdem trage ich immer meine speziellen Klamotten unter meinen normalen Klamotten. Nur für den Fall, dass mich jemand für ein Date fragt. Warte. Was denkst du über meinen geheimen Style? Ich liebe es. Nein! Ein Kompliment. Okay. Wie auch immer. Du verstehst nicht die versteckten Kräfte dieses Outfits. Dafür. Was auch immer. Dieses Date wird nicht weiter eskalieren, bevor du mein Geheimnis findest. Aber das wird nicht passieren. Okay, Geheimnis finden. Das ist bestimmt ein Geheimnis. Schuhe. Menschenseelen sind stärker als Monsterseelen. Aber die Seelen meiner Schuhe. Die Seelen, was laber ich da? Die Sohlen, natürlich. Die Sohlen unserer Schuhe auf der anderen Seite sind genau dieselben. Okay. Das ist kein Geheimnis in meinen Beinen. Nur harte Arbeit und Perfektion. Was auch immer. T-Shirt. Dieses T-Shirt am Anfang nicht cool. Es stand normal nicht cool auf dem Shirt, aber ich habe es verbessert. Expertentipp: alle Klamotten können auf diesem Weg verbessert werden. Yeah, cool, dude. Okay. Mein Hut! Nee. Also, du hast mein Geheimnis gefunden. Ich sage, du hast keine Wahl. Oder ich habe keine Wahl. Ist ein Geschenk. Ein Geschenk nur für dich. Öffne. Lass zum. Weißt du, was das ist? Natürlich. Es sind Spaghetti. Spaghetti! Das ist doch, was du gedacht hast, oder? Genau. Aber es ist falsch. Das sind nicht irgendwelche Nudeln. Das ist eine, was auch immer. Okay, das sind ganz spezielle Spaghetti, gekocht beim Meisterkoch Papyrus. Mensch, es ist Zeit, das zu beenden. Es gibt keine Möglichkeit, dass es noch weitergehen könnte. Essen. Ein bisschen gegessen. Lecker. Du musst mein Essen wirklich lieben. Und auch mich. Vielleicht mehr, als ich selbst es tue. Nein. Nicht die Dating Power. Mensch. Es ist jetzt klar. Du bist wirklich in mich verliebt. Alles, was du tust, alles, was du sagst. Es ist alles für mich. Mensch. Ich möchte auch, dass du glücklich bist. Es ist Zeit für mich, meine Gefühle zu offenbaren. Es ist Zeit, dass ich dir sage, ich, Papyrus. Ich. Oh Junge, ist das heiß hier? Oder bin das nur ich? Mensch, entschuldige. Ich mag dich nicht so, wie du mich magst. Romantisch, meine ich. Ich meine, ich habe es wirklich versucht. Ich dachte, du flirtest mit mir, weil... bla, irgendwas. Ja. Ich, der große Papyrus, habe versagt. Ich fühle mich genauso wie vorher. Nein! Ein dunkles Gefängnis mit keinem Ausweg. Wie konnte ich das einem so guten Freund antun? Nein! Warte, das ist falsch. Ich kann nicht in allem versagen. Mensch, ich helfe dir.
Was? Bla 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 bla. Ich werde euch diese schweren Zeiten helfen. Ich werde dein cooler Freund bleiben. Und so handeln wie, was auch immer, wie zuvor, niemals oder so. Nach allem, trotz allem bist du sehr großartig. Es wäre eine Tragödie, diese Freundschaft zu verlieren. Also bitte, schrei nicht rum, nur weil ich dich, wein nicht, weil ich dich nicht küssen werde. Vor allem, weil ich keine Lippen habe. Und, hey, an irgendeinem Tag wirst du jemanden so großartigen wie mich finden. Nein, das ist nicht wahr. Aber ich werde dir helfen, den Zweitbesten zu finden. Ah, und wenn du mich hier immer, irgendwann erreichen möchtest, hier ist meine Telefonnummer. Du kannst mich jederzeit anrufen. Theoretisch. Ich muss jetzt gehen.